Moin und willkommen zu einer weiteren neuen coolen Folge. Ich habe wirklich gerade 4 Stunden versucht, das Straßenproblem zu lösen. Ich werde mal schnell pausieren. Da oben habt ihr jetzt schon was gesehen, was ich jetzt machen wollte. Ich habe wirklich versucht, 4 Stunden lang den Verkehr zu regeln. Ich habe alles probiert. Ich habe Kreisverkehre probiert. Ich habe echt alles probiert. Ich habe sogar eine neue Autobahn gezogen, dass ich hier eine raus habe und dort, dass ich sage, nur der LKW-Verkehr darf dort rein und der andere Kram nur dort rein. Und ich muss ganz ehrlich zugeben, ich krieg's nicht hin, die Städte wieder zu richten. Ich schaff's nicht. Entweder bin ich zu doof dafür, wir haben einfach von Anfang an ganz falsch gebaut und dass es einfach zu viel krasses Chaos ist. Und ich wirklich sagen müsste, ey, ich muss den Stadtteil komplett wegradieren und den komplett wegradieren und wirklich alle Stadtteile so aufbauen wie hier, dass wir wirklich einen einzelnen Teil haben mit den zivilen Leuten, die jetzt arbeiten, mit den Leuten, die nicht in den Hochhäusern wohnen, die arbeiten gehen, die dann, ich weiß nicht, ob das einen Unterschied macht, ob man jetzt Hochhäuser hat oder nicht, aber ich denke mal, vom Haushalt her ist das einfach nur, dass man hier mehr Bewohner drin hat. Deswegen könnten wir sagen, man reißt das Ding ab und baut dann vielleicht daraus noch eine riesige Stadt. Und mit den normalen Einkaufsgeschäften etc. bla bla bla. Und ich habe mich jetzt dazu entschieden, etwas zu machen, was ein bisschen krass ist. Ich reiße das ganze Gebiet, was ich hier habe, mit dem Forst ab und setze das hier oben hin, hinter die City. Das Problem ist ganz einfach, dass dieser Güterbahnhof, der braucht so viele, enorm viele LKWs. Und diese ganzen LKWs, ihr seht das, die pendeln hier den Weg lang, die pendeln hier lang. Dann habe ich hier schon versucht, so eine Biegung zu bauen. Manchmal klappt das, dann pendeln die hier lang. Dann verstauen sie aber, also das staut sich dann hier dermaßen. Deswegen habe ich schon versucht, hier noch eine Straße reinzukriegen, anstatt dort reinzugehen. Und es funktioniert einfach nicht. Und dann, wenn sie das nicht machen, fahren sie weiter und fahren dann hier alle raus, weil sie hier noch sich Ressourcen holen. Und ich glaube langsam, wenn man einen Güterbahnhof hat, dann muss man das Ganze jetzt, wenn man die ganze Städte hier haben, wir haben ja schon ein bisschen was, dass man sagt, hier ist nur Fabrik, alles Fabrik, dann der Güterbahnhof und hier oben zum Beispiel macht man dann die ganzen Städte, dass die Leute dann von da nach da und überall hinfahren können. Ihr seht, das ist ein ganz schön krasses Gewusel und ich bin immer noch ein bisschen überlegen, ob ich nicht eine neue City anfange, aber dann würde ich quasi das, was ich habe, auf den Haufen werfen. Das heißt, wenn ich wirklich eine neue City anfangen würde, dann würde ich die City aber auch schon so weit aufbauen, dass ich an die 23.000 Einwohner komme. Und ihr seht auch, dass ich echt lange ausprobiert habe, denn die Stadt hat sich jetzt hier auch schon aufgebaut, halbwegs. Das ist jetzt kein kleines Chaos mehr und tut mir wie gesagt echt leid, dass ich das jetzt nicht gezeigt habe. Denn wirklich, ich habe so lange Zeit jetzt daran verbracht, die Straßen irgendwie auf Vordermann zu bringen. Und ich hoffe, es funktioniert jetzt der Gedanke, dass wir das hier hinbauen und das dort hinten abreißen. Ich hoffe es. Was haben wir denn hier jetzt noch? Wir haben jetzt eine Feuerwache. Die Feuerwache, kurz mal gucken, wenn wir die umsetzen. Da haben wir eine Feuerwache. Da haben wir eine Feuerwache. Das heißt, die können wir auf jeden Fall abreißen. Jetzt haben wir natürlich Money verschwendet, aber das ist nicht schlimm. Und dann werden wir die Straßen hier auch komplett wegreißen. Die können jetzt auch weg. Und das sind jetzt zweifach befahrene Straßen. Das funktioniert. Den Park, den können wir abreißen. Was haben wir hier für Gebäude? Hier sind Wohnhäuser. Probieren wir es mal so aus. Mir ist auch was aufgefallen, ein Park ist verschwunden. Ich weiß nicht, warum der Park verschwunden ist. Der wurde anscheinend ersetzt durch andere Parks. So genau weiß ich das aber leider nicht. Da würde ich euch gerne mehr Info zugeben. Ich gucke jetzt mal ganz kurz, wie es aussieht. Die Straßen sind alle befahren. Das funktioniert auch. Das Bildungssystem kommt hier hinten von der Grundschule nicht so an. Deswegen setzen wir hier jetzt noch eine Grundschule hin. Und dann, ich weiß, das ist jetzt wieder pures Chaos, wenn ich damit anfange. Das ist mir klar. Aber wir wollen den Platz nutzen. Dann machen wir jetzt halt nicht überall Platznutzung. Weil wir haben den Platz jetzt. So, dann gucken wir mal ganz kurz, wie das mit dem Wasser ist. Das Wasser ist hier überall. Das ist auch hier unten. Hier haben wir auch Wasser. Ich würde einfach mal sagen, wir bauen an den Seiten hier jetzt nochmal 1, 2, 3, 4. 4 von den Parkplätzen. Das wirkt ganz cool in den Gebieten. Von mir aus können wir hier noch einen Parkplatz hinsetzen. Und dann werden wir jetzt kleine Wohnviertel hier hin machen. Diese kleinen Wohnviertel machen wir hier hin. Alles Wohnviertel, Wohnviertel, Wohnviertel. Ich bin mal gespannt, was passiert, wenn wir jetzt über hier Wohnviertel reinmachen. Ob das jetzt voll im Chaos ausbricht. Oder. Also, da bin ich jetzt echt gespannt. Ich bin für alles offen, was passieren könnte.
Das würde mich jetzt interessieren. Und wir sagen auch noch hier oben, diese Viertel reißen wir ab. Alles wegmachen. Ganze Viertel wegmachen. Ich hoffe, ich mache jetzt da hinten kein Viertel weg. Ach, wisst ihr was? Das machen wir einfach so. So, jetzt haben wir das Viertel auf jeden Fall dort. Jetzt muss ich kurz überlegen. Die City, da müssen wir die Straßen upgraden. Das wird zu viel Trubel. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich alles abreißen, was wir jetzt gerade nicht benötigen. Das heißt, das sind die Arztgebäude, das ist die Busverbindung. Wir machen mal die Parks weg. Wir haben genug Money. Die Kirche, man kann die Kirche nicht abreißen. Das ist natürlich ein Problem. Da muss ich die Straße neu ziehen. So leid es mir tut, liebe Einwohner, wir reißen jetzt alles hier ab, ziehen die Straße hier neu. Ich hoffe, das funktioniert, so wie ich mir das denke. Kann man das wenigstens umsetzen? Nicht mal umsetzen darf ich das. Dann müssen wir das halt so machen. Das setzen wir hier ran. Das setzen wir daran. So, den Park. Den Park machen wir auch weg. Das ist jetzt alles ein bisschen Trubel, das weiß ich, aber wir müssen das alles ein bisschen umbauen. So. Mir egal, wo ihr hinzieht, ihr Einwohner. Wir werden eine Menge Einwohner verlieren. Aber das ist jetzt auch erstmal unrelevant. Das heißt, wir ziehen diese Straße hier rüber. Gehen mit der Straße hier. So könnte das passen. Yep, das passt. Und dann ziehen wir eine Straße hier runter. Und dorthin. Dann könnten wir sagen, wir ziehen noch zwei kleine Straßen hier rein, um Platznutzung zu betreiben. Eng anliegende Städte und sowas. So, jetzt gucken wir mal ganz kurz. Wir blättern mal ganz kurz durch, ob hier noch irgendwas ist. Oh, ich habe noch was vergessen. Wie sieht das denn mit dem Wasser aus? Wasser ist hier genug. Dann schauen wir mal ganz kurz. Da sind noch Schulen. So, jetzt haben wir natürlich den Service. Oh, der Service ist sogar ganz hoch. Dadurch, dass wir diese großen Gebäude haben, ist der Service hier komplett gegeben. Krematorium baue ich jetzt hier oben noch hin. Wie sieht das mit dem Krematorium hier oben aus? Das muss ich überall eins haben, das wäre ganz gut. Nur den müssen wir jetzt ein bisschen laufen lassen. Das heißt, wir lassen das Ganze jetzt einfach mal ein bisschen laufen. Krematorium, los, mach leer, mach leer, mach leer. Du sollst nicht einladen. Du sollst deine verstorbene Aufwart. 1116 Stück. Wollte mich verarschen. 1116 Stück. Krasse Scheiße. Ich möchte das nur an die Straße docken. So. Und jetzt haben wir natürlich keinen Strom. Das ist klar. Das heißt, wir setzen hier einen Strommasten rüber. Den können wir sogar da lassen. Falls mal was ist. Und dann werden wir jetzt die dicht besiedelten Wohngebäude machen. Nee, das ist ja dicht besiedeltes Gewerbegebiet. Das heißt, wir machen das jetzt bis hier. Den nicht mehr. Den werden wir auch noch. Und dann kann man ja den ja auch noch vollstopfen. Und dann schauen wir, wie das sich verändert. Ob jetzt auch wirklich Bewohner kommen. Die fahren jetzt natürlich alle raus, das ist klar. Und ihr seht vielleicht auch. Oh, warum habe ich denn hier Strom? Wartet mal. Der Strom kommt von da, der kommt von da drüben. Das heißt, ich kann den Strom wegmachen, ne? Oh, ich muss ein bisschen auf die Zeit achten. Ich bin so ein bisschen im Baufieber. Und ein bisschen darin, auch was zu schaffen mit euch. Denn das Problem ist ja, wie gesagt, ich habe wirklich alles ausprobiert, 4 Stunden lang. Ich hoffe, dass ihr mir auch irgendwann mal sagen könnt, ob irgendeine Lösung da ist. Ich weiß aber auch, dass ein Patch kommen sollte, der die Straßensysteme bereinigt. Denn es ist ja zurzeit so, egal ob wir 2, 3, 4, 5-spurig arbeiten, es ist eigentlich vollkommen Rille. Die meisten, wie man es hier vorne sieht, man könnte ja einfach sagen, der Verkehr, der hier durchkommt, der ganze Verkehr, sagt man einfach, so,
Ihr drängelt euch erstmal in die unterste Spur und fahrt erstmal ein Stück. Nein, da hinten kommt ein Schild und die KI sagt, oh nee, ich muss direkt auf die zweite oder dritte Spur und werde erst mich da ganz hinten, wirklich den ganz hinteren Teil, da werde ich mich erst in die letzte Spur wieder einordnen und werde dann rausfahren. Und das ist ein großes Problem an diesem Spiel. Das Spiel ist saukrass, es läuft super. Wir haben schon mega viele Einwohner. Wir können von oben gucken, wie es läuft, wie es wuselt. Aber das Problem, wie gesagt, ist einfach da, dass die KI mega die Probleme damit hat. Die hat wirklich mega die Probleme. Und ich hoffe, das wird auch beseitigt. Ich hoffe es. Denn genau hier ist dieses Problem. Jetzt, die wollen automatisch auf die dritte Spur. Das ist egal, ob ich eine einspurige baue, eine zweispurige baue. Mit der dreispurigen ordnen sie sich auf jeden Fall ein bisschen schneller ein. Aber ich habe echt schon alles ausprobiert. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Auch die Kreisverkehre. Ich weiß nicht, wie Leute die Städte bauen, aber die müssen die ja so weit auseinanderziehen, die Städte, dass es sich überhaupt auch rentiert, diese Autobahn zu nutzen. So, jetzt wird das natürlich hier ein Chaos, das ist klar, weil jetzt ziehen Leute ein und zu wenig Dienstleistung. Ja, warum haben wir zu wenig Dienstleistung? Wo können wir denn Dienstleistungen noch langziehen? Das ist jetzt eine gute Frage. Da, wo es am besten keinen stört. Sagen wir einfach mal, wir ziehen jetzt hier noch eine Straße raus. Das war die falsche Straße. Und ziehen dann hier oben noch eine Straße rein. Und bauen jetzt hier Dienstleistungen. Dann machen wir das hier mal weg. Und bauen hier überall Dienstleistungen hin. Und ihr solltet da nicht weg. Ihr solltet hier wieder bauen. Nutzt euren Platz. Nutzt ihn. Dienstleistungen, Dienstleistungen. Kann nicht sein, dass wir zu wenig Dienstleistungen haben. Naja, kann das auch ein bisschen an den Export liegen? Bin mir nicht sicher. Könnte natürlich auch der Export jetzt sein, aber ich denke mal, wir werden mit den Einwohnern wieder steigen. Das wird sich gleich widerlegen. Bis jetzt machen wir noch genug Plus. 11.000 Plus. Das kann aber auch natürlich sein, dass es der Stau ist. Der Stau zieht sich bis hier hinten und dann kommen die ganzen Fahrzeuge nicht mehr rechtzeitig an und die verpuffen mehr nach der Zeit einfach. Habt ihr vielleicht schon öfters mal gesehen. Ich überlege gerade. Erstmal lassen wir das jetzt anlaufen. Das lassen wir jetzt erstmal anlaufen. Wie sieht das eigentlich aus mit den Monumenten? Was haben wir denn an Monumenten? Oh, wir dürfen sogar schon die nächste. Oh, was ist das denn? Theater der Wunder? Ach du Scheiße. Was ist das denn für ein Theater? Wie geil ist das denn? Theater der Wunder macht Lärm, aber macht auch gleichzeitig einen Radius nach oben. Oh, wie cool ist das denn? Das würde ich am liebsten hier mit reinsetzen, aber das macht ja Lärm. Und wir haben gesagt... Nee, komm, das machen wir jetzt anders. Da machen wir hier eine Straße hoch. Mensch, das habe ich jetzt falsch gebaut. Jetzt bauen wir mal das Theater der Wunder. Bauen wir direkt so mittig. Und dann kann man ja sagen, was können wir jetzt mal machen, um das zu verschönern. Es ist zwar auch ein Wunder, was Punkte gibt, aber wir bauen einfach mal das hier. So ein paar Parkplätze hier hin. Ich meine, das boostet die jetzt, das ist mir klar, aber das sieht doch ein bisschen schöner aus. Dann können die Leute da hinfahren, genug Parkplätze, ist ein riesiges Gebäude, ist ein Theater. Sehr klar, deswegen auch Theater des Wunders. Mensch, Daniel, was ist mit dir nur los heute? Ich habe schon zu viel gespielt, wahrscheinlich. Also, ich bin so lange schon am Basteln. Und ich versuche die ganze Zeit, das weiter zu lösen, aber ich krieg's nicht hin. Ernsthaft nicht. Ich krieg's einfach nicht hin. Ja, jetzt haben wir nicht genug Dienstleistung. Jetzt bauen die sich alle wieder auf. Und jetzt ziehen auch die ganze Zeit Leute ein. Das ist so ein Gewusel hier. Das ist so ein Chaos. Und umso mehr Einwohner wir bekommen, umso krasser wird das Chaos. Ich hoffe, das wird nicht zu dramatisch. So, die haben jetzt natürlich hier keine Möglichkeit, Gebäude zu bekommen.
Dann setzen wir hier mal die Parks hin. Wie sieht das denn aus mit den Feuerwehren? Das funktioniert alles. Feuerwehr funktioniert. Bildung funktioniert hier. Hier hinten muss man ganz ehrlich sagen, die Stadt, die boomt. Die Stadt haben wir kaum betrachtet bis jetzt und die boomt bis jetzt. Ich glaube, die haben auch die Dienstleistungsprobleme. Oh, yes, mein... Strom ist es nicht. Warum macht Strom Probleme? Wir haben 258 Megawatt. Warum haben die hier hinten keinen Strom mehr? Hä? Wartet mal. Der Strom kommt von da. Da hat das Gebäude kein Wasser. So, der Strom kommt von dort. Der geht hier rüber. Da kommt Strom, der geht hier rein. Da oben kommt Strom, der geht dorthin. So, dann haben wir... Wir haben keine Strom... Doch, wir haben auch von da eine Stromverbindung. Die Stromverbindung... Ah, wir haben von hier keine Stromverbindung rüber. Jetzt wissen wir, was Probleme bereitet. Ah. So, dann gucken wir uns das Ganze mal an. Bildung haben die soweit. Die Bildung haben sie, das passt. Der Service ist da, der ist auch da. Müllkippen-Service ist, ja, so lala, ne, ist nicht gerade prickelnd. Und die Parks, die sind auch halbwegs da. Dort haben wir eine ganze Menge gebaut. Tut mir leid für den Trecker, ich habe vergessen, mein Fenster wieder zuzumachen, das mache ich mal nebenbei. Dann sollte euch eigentlich kein Trecker mehr stören. Das kann natürlich jetzt sein, Dienstleistungen sind das Problem, ne. Dann können wir eigentlich sagen, auch wenn es ein bisschen dreist ist, das direkt dorthin zu bauen. Das ist mir sogar klar. Aber wir können ja jetzt sagen... Na, das können wir nicht machen. Machen wir das in der nächsten Folge. Wir gucken mal ganz kurz rein. Verlassenes Gebäude. Ja, die Gebäude sind verlassen, das ist mir klar. Aber die werden auch wieder aufgebaut. Ich würde auf jeden Fall an der Stelle jetzt erstmal sagen, schönen Dank fürs Zuschauen. Falls ihr die Folge, wie gesagt, morgens oder abends guckt, entweder wünsche ich euch einen schönen Tag oder einen schönen Abend. Und wir sehen uns im nächsten Part. Das heißt, da machen wir dann, ja, erstmal das, so ein bisschen Shopping-Kram, weil hier haben wir noch gar nichts. Aber wie gesagt, uns faselig zu lange. Also, haut rein, Leute, bis zum nächsten Mal.